Ja, willkommen zurück zu einem vierten Teil. Und zwar müssen wir noch irgendwie den Silvio beeinflussen. Und da habe ich ja die wiedererweckte Black jetzt zur Freundin, beziehungsweise zur Gehilfin, um den Silvio mal ein bisschen Schrecken einzujagen. Und zwar haben wir ihr gesagt, bitte verfolgt mal den Silvio. Jetzt ist aber noch nichts passiert. Und ich weiß auch nicht, ob ich den... Mann, den Silvio kann ich noch nicht mal ansprechen. Das ist ja interessant. Doch, da ist er. Anzusprechen. So, mal gucken. Entweder jagt er mich wieder weg. Oh, verdammt, was ist los? Gabriela. Ja, toll. Er hat mich wieder weggejagt. Ergo denke ich mir, dass es eine Zeitgeschichte ist. Vielleicht irgendwie drei Jahre. Oh, verdammt, was ist los? Ja, ich hau jetzt mal mich wieder aufs Ohr. So, bis zum nächsten Morgen schlafen. Soll ich es machen? Ja, ich mach mal bis zum nächsten Morgen schlafen. Und wir müssen heute 5 Minuten länger machen, weil die dritte Folge kürzer war. Okay. Ist der Punkt ein anderer? Nochmal die Freundin Manuela fragen. Nee, da wird nichts passieren. Das heißt also, das ist so eine... Das ist eine Quest, die man immer nach und nach abarbeiten muss. Also ohne großartige Nebenquest. Es ist ja auch eine kleine Modifikation. Also gefallene Engel. Und die werden immer noch für uns beten. Das ist gut so. So, entweder labert der... Also so wie das aussieht, ist das wie vorhin auch. Mag ich nicht. So, dieser Silvio. Ne, ich glaube... Ich muss mich noch mal aufs Ohr legen oder ich werde erstmal wieder bis Mitternacht schlafen. Geisterstunde. Das heißt also, jetzt steht sie wieder da an seinem Bett. Und hier, ja doch, der Silvio ist anzusprechen von hier aus. Hey! Das ist jetzt doof. Kameraeinstellung. Während der Konversation ist auch nicht so glücklich. Nochmal. Ich mach's einfach nochmal. Wie viel der Tag? 7. Tag. Oh, so kann man LP auch verlängern. Immer nur schlafen, schlafen, schlafen. Dann bis zum nächsten Morgen. Hoffentlich tut sich jetzt was, oder? Steht wieder da an der Stelle. Silvia hat schon wieder mich auf dem Kieker. Ich brauche mal Hilfe. Gabriela. Ja, Gabriela. Also ich glaube, wenn ich noch mal eine Runde schlafe, dann kommt bestimmt wieder ein... Ich weiß es echt nicht. Ich habe es einmal durchgespielt und zwar, das ist Jahre her. Das ist auch etwas älter. Irgendwann muss doch mal hier eine Lösung kommen. Ich penne mich nochmal hin und werde gleich bis zum nächsten Morgen schlafen. So. Oh, den Griffelsound habe ich nicht gehört. Kein Tagebucheintrag. Stopp mal. Ja, steht da wieder darum. Jo, was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Oder ich muss da hinten hin. Das kann auch sein, dass ich zum Grab muss. Nö. Muss doch. Ach, da sind die Steine. Ich dachte schon, die Steine hätten sich verändert. Ja. Bildenlos. What the. Word. Ich
bin ein wahrer Satan. Hör gut zu, du wirst verstehen. Ich bringe... Nee. Die Wahrheit ist mein Ziegenhuf. Irgendwie ging das so. Meine Hörner und mein Plan. So. Hey. So, immer noch nix. Was steht in deinem Log? Haben wir da mal was verpasst? Ist irgendwas mit dem Lied? Irgendwas mit dem Lied. Erfüllte Mission. War zur Hölle, das war das. Es ist jetzt Dorhof. Gescheiterter war ja nur tanzen. Als aktuelle Mission die Weigerung Flügel. Ja, es geht immer noch hier darum, dass er immer noch nicht glaubt. Vielleicht hat sich ich okay, eine Nacht penne ich noch, beziehungsweise ich penne mal wieder bis zur Mitternacht. Es kann ja sein, dass es irgendwie eine Dauergeschichte sein muss, wenn die jetzt wieder da bei dem steht, was sie wohl tut. Ich verstehe das nicht, Menno. Leck. So, wieder bis zum nächsten Morgen und dann werde ich mal. Oh, verdammt, was ist los? Eine andere Strategie mal wagen. Ja, jetzt stehen die wieder beide zusammen, das ist doch doof. Jetzt gehe ich mal an ihm vorbei, vielleicht quatscht er mich an. Mit Gabriela. Anderen Worten. Nein, er brüllt mich wieder an. Super, klasse. Oh, Leute. Ich gehe nochmal zum Skelett runter. Irgendwas muss doch passieren. Was hier? Ja, da ist der Baum. Hier habe ich ja irgendwas vergessen hier. Aha. Ja, die Lurker müssen ja auch noch schließlich irgendwie weg. Dann die Harpien mit den Snappern. Ach, wegen der Snapper-Sehnen. Das ist alles schlüssig. Was noch nicht schlüssig ist, ist wie denn die Gabriela es schafft, den Silvio zum Glauben zu bekehren. So. Kann ja sein, dass sich irgendwas hier gespawnt hat. Irgendein Questgegenstand oder so. Wir haben ja am Schiff ja auch einen seltsamen Fisch gefunden. Da war dann Myrrhe drin. Ach, ja, das fand ich auch lustig, ne? Myrrhe ist ja, sollte ja eine Salbe sein, mit der man sich einreiben muss. Und was hat der kranke Pauli gemacht? Die hat das gegessen. Also Leute, nee, ne? Da liegt was, da liegt auch wieder ein Fisch. Aber da sind zwei Lurker. Zwei, ich wisch dir gleich einen aus, Lurker. Ja, die haben ja ganz blöde Kampftechniken drauf. Nee, da wird nichts sein. Rottverdicke mal. Ja, manchmal sage ich das. Das ist niederländisch. Das ist ein niederländischer Fluch. Kann man gar nicht so wortwörtlich übersetzen. Okay, hier kommt man nicht hoch. Dum, da, dum. Da, da, dum. Und irgendwie brauche ich mal Klamotten, denn irgendwie friert es mir. Wir haben ja schließlich Winterzeit, wir haben es kurz vor Weihnachten und ich wollte eigentlich ganz gerne hier noch ein bisschen weiterkommen. Da kommen wir nicht hin, wir werden ja sofort angefallen. Snapper und dann nackt ohne Schutz. Da haben wir hintergeguckt, da ist nichts. Vielleicht muss ich die anderen irgendwie vom Beten abhalten. Nee, das ist doch Quatsch, oder? Wo ist denn da der Sinn? Wo ist da die Logik? Da Silvio, ne? Ich kann auch keine... Oder soll ich mal... Reloading Shaders. Ach, okay. Gut, okay, das ist jetzt DX11. Da habe ich jetzt aus Versehen die 0 gedrückt. Weil das ist für mich... es kann jetzt sein, dass es ruckelt.
Okay, läuft. Es kann sein, dass es eben geruckelt hat, weil ich habe aus Versehen die 0 gedrückt und da liegt beim DX11 Renderer Mod die Reloading Shaders Funktion. Das bitte ich zu entschuldigen, falls da was passiert sein sollte. Ich verstehe es nicht. So, dann gehe ich jetzt in Kampfmodus. Gabriela. Ist zum Mäusemelken. Es ist echt zum Mäusemelken. Ich kann doch hier nicht, was weiß ich, in diesem Videobeitrag die ganze Zeit irgendwie. Hey du. Die reagiert ja auch nicht drauf. Was nu? Ich kann ja mal einen Akku, der grün ist, mal in die Kamera halten. Sieht man den? Ist ein bisschen dunkleres Grün, oder? Ne, ist fast gleich grün. Also, ne? Kann mir damit auch die Nase weg. Oh. Ne. Oder vielleicht sollte ich mal am Drehspieß spießen. Am Spieß drehen. Aber das geht ja auch nicht. Hier ist ja nichts zum. Hä? Ach, wie lustig. Da lag eine Fackel. Gut zu wissen. Dann können wir die später wieder benutzen, wenn es zu dunkel ist. Ja, Tag 7 hatten wir eben gehabt, jetzt haben wir Tag 9. Ich versuche es nochmal mit Manuela. So, Manuela, hey. Gib mir mal einen Tipp. Ein toller Tipp. Tschüss. Oder vielleicht hat sich hier eigentlich was. Übrigens, hier gibt es eine Truhe. Ich die eigentlich. Ah! Das sind ja die Klamotten. Ich Dummkopf. Die habe ich. Da habe ich die Truhe völlig übersehen. Entschuldigung wegen dieser Einstellung. Also, ich habe es nicht absichtlich gemacht. Ich habe die echt übersehen. So. Jetzt werden wir die beiden mal anziehen. Ich habe es euch ja versprochen gehabt. Hey. So, ich habe diese Kleider hier gefunden. Na, endlich wird es jugendfrei. Blaues Kleid geben, gelbes Kleid geben. So, was soll ich denn ihr für ein gelbes Kleid geben? Oder soll ich ihr ein blaues Kleid geben? Blau, gelb, gelb, blau. Nee, ich gebe ihr das gelbe Kleid. Hier, das gelbe Kleid. Tschüss. Ja, das sieht gut aus. Ja, dann werden wir uns endlich mal in dieser kalten Jahreszeit mal umziehen. So. Blaues gleich Schutz vor Waffen, na endlich. So Leute. Damit die Sache in Ruhe hat. Also das. Boah. Weil ich wusste nämlich vor Jahren, da gab es mal. Da gab es mal Klamotten. So, es kann sein, dass ich dadurch was geändert habe. Gabriela. Ja. Nee. So. Weil die Black hat. Oh, schön. Entschuldigung. Weil die Black hat ja schließlich auch eine Klamotte an. So, mal ganz vorsichtig. Na los. Hey du. Okay, das ist die unzensierte Version. Die ersten drei Folgen. Oh, scheiße. Was passiert, wenn ich an dieser Winde rummache? Da passiert nichts. Das kam ja nur die Männer zu befugen. Aber das ärgert mich jetzt echt. Das ärgert mich total, dass ich jetzt erst die Klamotten gefunden habe. Das ärgert mich. Wahrscheinlich hat einer von euch das schon die ganze Zeit gesehen, seit der ersten Folge. Also von wegen, wieso geht er nicht zur Truhe hin, wieso geht er nicht zur Truhe hin. Super, klasse. Ja. Stopp mal. Gut, dass es jetzt passiert. Black. Oder ist das jetzt wieder nur so ein geskripteter Fluchtpunkt? Wie spät ist es denn? 9.53 Uhr, na, das ist eine krumme Zeit. So, ich denke mal. Ah, guck mal. Wie gucken die jetzt? Ich guck das sehr
lustig. Na? Ach ja. Die Black ist auch hübsch, ne? Oder? Gut. Okidoki, dann, Gabriela. Ja. Halt die Klappe, du Sack. Jetzt geht ja auch noch zu ihr hin, aber... Gabriela. Also den... Wenn ich eine Waffe hätte, ich würde den schon längst niederstrecken. Ist doch gut. Gabriela. Ja, ist gut. Sorry, aber das ist echt ein Bug. Und jetzt kommt noch ein Bug. Gabriela. 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 Was mache ich denn hier? Ich glaube, an der Stelle muss ich wohl schneiden, wa? Acht. Genau, richtig. So. Sorry, Leute, ich musste das eben machen. Weil, es wäre jetzt echt zu schade. Mich interessiert das schon, wie das dann abläuft. So. Ich werde mich jetzt einfach hier da niederlegen. So, bis zum nächsten Morgen schlafen. Mal gucken, wie das jetzt aussieht. So, jetzt habe ich mal eben wieder eine Runde geschlafen. Und 10. Tag, also an den Tagen soll es nicht liegen. Irgendwann hat die so lustig geguckt um 9 Uhr. Also kurz vor 10 war das doch. Gucken wir nochmal weiter. 10. Tag, 8.05 Uhr. Was gibt es denn da noch von der Geschichte? Bis mittags schlafen. Versuche ich es da mal mit. Kann ja sein. Ah, jetzt sind die beiden wieder da. Jetzt geht's zum Abend über. Bis zum nächsten Abend schlafen. Da muss doch was gehen. Okay, die Situation hatten wir noch nicht. Aber guck mal, wie blöd der ist. Kaum mache ich ein paar Schritte, ist der sowas von empfindlich. So, jetzt Leichen haben wir ja nicht. Ich werde einfach gerade Ziel zur Black rübergehen, hey, und fragen, du, ob irgendwas ist. Ja, ja, what the heck? Hey! Ich werde sie jetzt alle mal vom Beten befreien. Wie du meinst. Ja, liegt doch daran, hey, dass sie alle am Beten sind. Warum siehst du mich so an? Dieses Kleid, das du da trägst, ist das nicht eins von Black? Black? Ja, Norberts verstorbene Frau. Er hat ihre Kleider in einer Truhe im Schuppen eingeschlossen. Oh, woran ist sie denn gestorben? Das wissen wir nicht genau. Ich weiß noch, dass sie hohes Fieber hatte und kreidebleich wurde. Naja, dann ist sie eines Morgens nicht mehr aufgewacht. Das war gerade mal vor ein paar Wochen, als wir mit dem Boot dort unten am Strand angekommen sind. Du musst wissen, wir sind vor dem Krieg geflohen, weil wir das Verderben einfach nicht mehr aushalten konnten. Silvio tut zwar immer so hart, aber im Grunde versucht er damit nur den Schrecken zu verdrängen, den er erlebt hat. Er war auch derjenige, der vorgeschlagen hat, vom Schlachtfeld zu verschwinden. Wir haben unsere Soldatenabzeichen abgerissen, die letzten Reste Proviant und alle Habe zusammengekratzt und das nächste halbwegs seetüchtige Boot gechartert, das im Hafen lag. Norbert war damals unser Heerführer. Er hat uns dabei beobachtet. Doch anstatt uns aufzuhalten, bat er uns nur zu warten und kehrte kurze Zeit später mitsamt Frau und gepackter Tasche zurück. Es war nicht schwer zu erkennen, dass er auch die Nase voll hatte. Warte, wenn euer Heerführer mit euch geflohen ist, was passiert denn dann mit den restlichen Soldaten? Ich weiß es nicht. Und es ist mir auch egal. Hauptsache, sie sitzen uns nicht im Nacken und lassen uns auf dieser Insel in Ruhe. Weit genug weg sind wir ja. Wir waren knapp eine Woche auf See unterwegs. Aber egal. Ich will dich nicht weiter mit unserer Geschichte belästigen. Okay. Du kannst aufhören zu beten.
In Ordnung, mein Engel. Okay. Jetzt gucken wir nochmal ins Log. Nö. Ach, hier ist, steht doch was. Okay. Das haben wir noch gar nicht gelesen. Also, okay. Allerdings etwas unsanft. Ach, das ist natürlich die Hauptquest. So, ich habe Norbert auf den richtigen Weg geführt. Scheinbar hat Norberts Glauben bewirkt, dass mir das Engelsschwert erschienen ist. Engelsschwert, Norbert, Engelsschwert. Okay. Es ist die Waffe, mit der die Engel einst gegen die Dämonen gekämpft haben. Ach so. Außerdem bin ich nun wesentlich stärker. Silvio war sichtlich schockiert, dass ich alle Ungläubigen bekehrt habe. Nur leider scheint er kein Typ zu sein, der mit dem Strom schwimmt. Er würde sich eher von einem Geist plagen lassen. Hey, wieso nicht? Silvio braucht wohl eine Weile, bis er nachgibt. Ich könnte die Zeit für eine kleine Schatzsuche am Strand nutzen. Also wie schon gesagt, konnte mich nicht mehr daran erinnern. Ich habe es auch nicht irgendwie vorher angetestet und dann hier ein Let's Play zu machen. Das ist jetzt echt alles spontan und on the point. Egon hat mir erzählt, wieso er und seine Freunde auf der Insel sind. Eine recht rührende Geschichte. Und nun ist es auch nicht weiter verwunderlich, wieso Silvio sich aufführt wie ein Satansdiener, dessen Hintern in Flammen steht. Okay, da haben wir natürlich nicht geguckt. Ja, Schatzsuche am Strand. Es ist dunkel. Okay. Dann schlafen wir nochmal. Und ist zu weit weg. So, endlich mal mit Klamotten schlafen, ne? So, bis zum nächsten Morgen schlafen. Und ich schätze mal, dass unten am Strand wohl der Trigger ist. Aber ich habe doch keine Waffe. So. Okay. Boah, bin ich unaufmerksam. Alter Schwede, guck. Boah, voll unaufmerksam. Und? Okay. Das ist ein Flammenschwert? Habe ich doch gar auch noch nicht geguckt hier. Ein Engelsschwert. Es ist aus dem Nichts erschienen, als genug Leute an mich geglaubt haben. 120 Schaden, benötigte Stärke 80. Wert. Wie viel? Ist mir hey. 100 Millionen. Ja, okay. 100 Millionen Euro. Das ist gut. Dann machen wir da die berühmt-berüchtigte Schatzsuche. Hey. Ihr habt hier 4-5 Tage durchgebetet. Du kannst aufhören zu beten. Wie du meinst. So quälen wollen wir sie ja auch nicht. Die Mannen. Wohl auf dieser Insel, das muss ja unheimlich einsam sein. Wo war das jetzt nochmal? Ach, hier ist das. Nee. Schatzsuche am Strand. Jetzt zum Strand. Ja, ist ziemlich steil, da kann man das ja schlecht erkennen. Gut, dann könnte es sein, dass wir erst nochmal hier die beiden Lurker. Okay. War doch die falsche Richtung. Oh, heute bin ich echt schlecht drauf. Blind, unaufmerksam. Ach. Er ist immer noch bei seinem Grab. Hey, du. Fragen wir nochmal Norbert. Nee. Okay. Black ist doch. Er steht am Grab von Black und sie ist im Lager und macht sich einen Scherz mit Silvio. Na, das muss ja eine tolle Liebe sein. So, da wird wahrscheinlich der nächste Trigger sein, damit ich irgendwie was hinkriege. So, da bin ich mal gespannt, ob ich die Lurker kriege. Okay. Ne, Quatsch. Und Spiel speichern.
Save early, save often. Ja, da komm mal her. So, immer Hang aufwärts, da habe ich bessere Trefferchancen. Der erste Kampf in dieser... Da ist nichts zu holen. Okay, das ist der erste Kampf in dieser Folge. Also in der dritten Folge. Überhaupt in diesem ganzen Let's Play. Hier ist ein Hering. Das wird noch ein Hering sein. Es sind noch zwei Lurker. Ich fasse es ja nicht. Also so wie das aussieht... Oh, noch mehr. Ich trage überhaupt gar keinen Schaden von. Wie cool ist das denn? Ach, ich bin ein Engel. Oh. Okay. Es gibt doch Erfahrungspunkte. Nichts zu plündern. Da ist nichts zu holen. Hallöchen, es gibt doch nichts Erfahrungspunkte. Zu holen. Fische. Lederbeutel. Gold. Jolt. Was ist jetzt Jolt gewesen? Die paar Jolt-Stücke. Ring. Gut. So, da der eine Lurker die ganze Zeit immer im Wasser war, vielleicht ist da was. An der Stelle, man weiß nicht. Ich guck da gerne nach. Nee. Oh, das Feuer geht nicht aus. Ist ein Engelsschwert. Gut, also schleunigst wieder hoch. Das war also die Schatzsuche. Wie viele Goldstücke waren es? 3, wenn ich richtig gezählt habe. Fette Ausbeute. Aber ein Engel braucht kein Geld. Er braucht nur die Liebe. Und einmal im Jahr den Weihnachtsmann. So, dann hoffe ich mal, dass wir jetzt mal so langsam, aber sicher... ...die Black ansprechen können. Silvio. Moment, hat sich hier was getan? Silvio steht immer noch bei der Black. Kann jetzt sein, dass... So. Und hier Silvio sitzt... Oh, das ist Aegon. Aegon. Paul. Hey, Black. Du. Ende. Kommt mir das nur so vor, oder kann ich Silvio... Gabriela. Ja, ja, bitte, sag was. Gabriela. Ey, es ist zum Mäusemerken. So, Aegon hat mir erzählt, ja. Es wird wohl eine Weile, bis er nachgeht. Ich könnte die Zeit für eine Schatzsuche am Strand nutzen. Steht also immer noch so da. Ergo schlafe ich jetzt mal ein. Und schlaft ihr mir hier ein? Das will ich natürlich auch nicht. Ich könnte ja mal einen Witz erzählen, ne? Oder ich mach doch mal wieder diese Mitternachtsgeschichte. Raus aus meinem Bett! Oh, Entschuldigung. Aegon ist gut. So, vielleicht doch noch 3 Tage schlafen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Also irgendwann muss der doch verrückt werden. Oder ich werde verrückt. Hey, du hast ja Gold und Myrrhe dabei. Okay. Ja. Und? Das erinnert mich an etwas. Gold? Weihrauch und Myrrhe. Die Geschenke, die das Bürstchen zur Geburt geschenkt bekommen hat. Genau die. Moment. Das sind doch auch die Bestandteile, aus denen unsere Flügel geschaffen wurden, oder? Ja, fast. Dann haben wir ja fast alles zusammen. Wir müssen nur noch den Weihrauch irgendwo herkriegen. Das ist einfach. Du musst mir nur 4 von den Duftkräutern bringen, die hier überall wachsen. Gut, ich mache mich auf den Weg. Endlich passiert mal was. Top. Das Bett ist extra für die beiden gemacht. Das ist ja interessant. Okay.
Und ich mache 3 Folgen nackt hier. Stimmt ja, ich habe ja die Harpie noch gar nicht erledigt und so. Sollte ich mal machen. So, wie war das jetzt nochmal? Ja, ich leg nochmal 5 Minuten drauf. Denn die Action bin ich ja euch schuldig. Oh, dann noch Snapper. Ja, ja, lieber speichern. Komm her. Der Schnäbel. Ging da fix. Der Degen hat's in sich. Okay, die haben wir wieder Snapper sehen. Die Harpie hat Harpienfedern. Ja. Immer speichern nach dem Kill. Und hier gibt's bestimmt noch wieder Duftkräuter. Ist ja gut. Oh, gleich 2 auf einmal. Super krass. Und oben. Dieses. Der Treffer, den der Snapper gemacht hat, da hat sie mal kurz männlich gesagt. Ah, ist ja herrlich. Das erinnert natürlich an den einsamen Herolden aus der aus dem Original Hauptspiel. Was sind das für lustige Nester? Das sind Eier, ei. Das sind wohl die Harpien entschlüpft oder die Schnäbbe. Oh weia. Nicht, dass diese Mod auch noch zum Alien wird, zur Alien-Mod. Aber das wäre natürlich cool. Ein bisschen Alien-Kram rein. So, gucken, wie viel Duftkraut haben wir denn da? Oh, wir haben sogar 8 Stück. Okay. So, was haben wir denn hier? Wir haben einen Lederbeutel. Ein schmaler Beutel wiegt nicht viel. 10 Gold gefunden. Mein Gott, jetzt haben wir 13 Gold. Aber brauchen wir alles nicht. Ambalambam, ambalambam. Was haben wir hier? Ein Feldknöteritsch. So, ach, werden wir uns mal hier einen Eintopf genehmigen, der auch nicht viel bringt. Okay. Ja, so, dann können wir eigentlich zurück mit der Weihrauchpflanze. Obwohl, wird Weihrauch nicht aus Harz gemacht oder ist das wirklich eine Pflanze? Ich weiß das gar nicht. Schreibt mal das bitte in die Kommentare. Das würde mich mal interessieren. Weihrauch. Ich kenne nur das Busunternehmen Weihrauch. Also bei uns hier in der Gegend. Das ist ein Harz, oder? So, Manuela. Ich habe alle Rohstoffe zusammen. Ich habe alle Duftkrautpflanzen. Gucken. Ich habe alle Rohstoffe zusammen. Gut, gib her. Dauert nicht lange. Fertig. Zieh sie direkt mal an. Sieht gut aus. Sollen wir einen Flugversuch wagen? Auf jeden Fall. Wir treffen uns am besten bei der Klippe mit den Nestern. Ich schleiche mich raus und warte dort auf dich. Ich habe die Duftkrautpflanzen. Hervorragend. Ich gebe sie noch schnell hinzu. Hier ist eine Plasmakugel. Sie formen sich da erst dann zu Flügel, wenn genug Leute an uns glauben. Heb sie gut auf. Du hast nur diese eine. Okay. Ja? Wir haben jetzt unsere Plasmakugeln. Ich schätze, wir brauchen die selbstgemachten Flügel nicht mehr. Wie du meinst. Ach, schade. Das fand ich aber echt schade. Ich hätte noch die ganze Zeit gerne mit Flügeln. Also, das ist jetzt ein bisschen verwirrend gewesen. Unsere alten Flügel. Oder haben wir hier ein Glück? Auf der Insel gibt es alle Rohstoffe, die für die Herstellung unserer alten Flügel brauchen. Ich muss nur noch 4 Duftkräuter besorgen, damit sie daraus unsere Flügel machen kann.
Ich habe ihr jetzt die letzten Rohstoffe dafür gegeben. Sie hat daraus eine Plasmakugel hergestellt mit genug Gläubigern. Gläubigen werden daraus Flügel. Ach, war das jetzt die zweite Möglichkeit? Wir werden es nie erfahren. So, jetzt kann ich nur mal hoffen, dass jetzt der Herr Silvio... Ja, steht immer noch das. So, ich werde mal lieber speichere. Jetzt ist es mir so egal. Gabriela, mir reicht's. Wie bitte? Mir reicht's, verdammt nochmal. Was ist denn passiert? Black, sie verfolgt mich, wenn ich esse. Sie verfolgt mich, wenn ich schlafe. Sie verfolgt mich sogar, wenn ich pisse. Mach, dass es aufhört. Wieso denn ich? Weil du ein Engel bist, verdammt nochmal. Ihr könnt doch mit Geistern reden, oder? Du glaubst an Engel? Wenn dieser nervige Geist dann aufhört, mich zu verfolgen. Ja. Ja, verdammt nochmal. Ich glaube an Engel. Huch, was leuchtet denn da so? Meine Plasmakugel. Was zum... Du... Du bist ja wirklich ein Engel? Na, endlich glaubst du es. Aber das heißt ja, diese ganzen Anspielungen und... Oh. Hast du es endlich verstanden? Ja. Dann sag mir, glaubst du an Engel? Ja, das tue ich jetzt. Glaubst du an Wunder? So wie du es hier vollbracht hast. Glaubst du an den Messias? Ich. Silvio! Wenn du sagst, dass es ihn gibt, dann glaube ich es. Gut, dann lass mich dir noch eine letzte Frage stellen. Glaubst du an Gott? Ja, denn er hat dich zu mir geschickt, damit ich wieder einen klaren Kopf bekomme. Silvio? Ja, mein Engel. Hiermit erteile ich dir den Segen Gottes und wasche dich von den Sünden rein. Oh, vielen Dank, mein Engel. Okay. Hey, du. Gabriela. Er brüllt immer noch. Bete für mich. So. Selbstverständlich, mein Engel. Gabriela. Nö, der soll jetzt erstmal... Also das scheint irgendwie ein Bug zu sein. Gabriela. Das ist echt... Das ist so nervig. Na endlich. Ja, sorry für den Schnitt, aber... Ich habe den Silvio zum Beten angehalten. Danke, Black. Du kannst jetzt wieder machen, was du willst. Gern geschehen. Kannst dich wieder zu... Norbert Gesellen. Nee, ne? Wer steht da jetzt? Ah, die sind mal alle beten lassen. Da weiß ich ganz genau, wer noch hier. Oh, jetzt bleibst du da am Tisch hängen. So, das ist schön, dass wir jetzt die Flügelchen haben. Egon. Ich glaube, die muss ich auch bete zum Beten. Für mich. Selbstverständlich. Ich werde sofort anfangen, mein Engel. Alter, ich bin noch richtig geplättet eben. Also dieser Bug hat echt genervt, sorry Leute. So, Paula, hey, heißt du. Er. Den bete schicken wir auch mich. Zum Beten. Wir wollen ja schließlich wieder in den Himmel, ne? Ich komme noch nicht drüber weg. Ich komme noch nicht drüber weg. Ach, der unterbricht seine Gebete, dieser Schmuel. Du hast es geschafft. Wieder Stärke. Alle Bewohner dieser Insel sind zum Glauben zurückgekehrt. Sogar der sturköpfige Silvio. Kein Problem. Wenn du sie jetzt alle noch dazu bringst zu beten, können wir endlich wieder zurückfliegen. Ja. Jetzt pass auf, jetzt ist mir nämlich eine Idee gekommen. Ich wollte den Silvio doch eine klatschen. Wenn nämlich noch einmal... Gabriela. Genau, richtig. Erzähl mir nicht sowas. So. Aber ich habe leider keine Fernkampfwaffe. Das weiß doch inzwischen jeder.
So. Hältst du jetzt wohl endlich die... Ah, ein Kampf! Der hat gesessen. Ja, damit haben die Macher wohl nicht gerechnet. Oh, was hat er denn alles? Grobe Kriegsaxt, Schinken, Wacholder, Fischsuppe, Weidenbeere, Gold und... Ach! Und oh Mann, mein Kopf! Gabriela! Ach so, muss ich die nochmal... Okay, okay, du bist der Bessere von uns beiden. Was willst du? Toll. Habe ich zu lange gemacht und das Zeug. Nein, nicht Egon! Jetzt wird's Pass lustig. Auf! Nochmal und ich verpasse dir eine! Scheiße, warte, du Mistkerl! Okay, auch interessant. Silvio wollte die anderen lassen. Zeig's ihm! Der hat gesessen. Mach ihn fertig! Das wird ihm Leg eine dich Lehre nie sein. Wieder mit mir an! Doch vorher gewusst. Okay. Und jetzt? Das ist ja schrecklich. Also Engel sind doch verwundbar. Okay, wie es weitergeht, das seht ihr dann im fünften Teil und ich hoffe im letzten Teil. Sorry nochmal für diese Zwischenschnitte, weil das war auch unvorhergesehen eben. Okay, bis zum nächsten Mal und fröhliche Weihnachten, falls ich es noch nicht geschafft haben sollte, den letzten Teil hochzuladen. Also, ciao. Boah, ey. Engelchen, Engelchen, flieh! Mein Mann sieht das anders.